Bei so Spielen ist das dazu schwerer. Mit Kontrollen finde ich es leichter. Ja, es ist jedem anders, ne? Das ist wie mit Ego-Shootern. Ich finde, Ego-Shooter am PC zocke ich auch oft mit Controller. Ja, aber es gibt auch Leute, die spielen, also die können richtig gut mit dem Controller spielen, Ego-Shooter. Und dann gibt es aber auch Leute, die können schwören auf Maus und Tastatur für einen Ego-Shooter. Ja, es gibt so und so Leute. Es kommt drauf an, wie man gewöhnt ist, ne? Wenn man wirklich nur mit der Konsole so groß geworden ist und was ist denn hier los? Was macht denn der so einen Krach? Warum macht das Alien so einen Krach? Ist es das Alien überhaupt gewesen? War ich nicht hier schon mal? Es gibt manche Spiele bei PS4, auch Ego-Shooter, wo du ein also es kommt immer drauf an, wie man dran gewöhnt Alles ist. ausgeschaltet. Genau, ist es für jeden anders, ne? Jeder spielt das so, wie er am besten. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Nein, hier ist keiner. Hier ist keiner. Was sagst du? Reg Was ist dich das ab, denn? du Drecksandroid! Außerdem bin ich kein Android. Seitdem ich hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. Echt, ja? Ah, ich muss die Bildschirme wieder anmachen, ne? Kann das möglich sein? Ich bin in 6 Tagen aus dem Urlaub zurück. Wo bist du denn überhaupt im Urlaub, wenn du gesagt hast, du bist außerhalb von Germany? Bist du auf Mallorca, wa? Bisschen. Ach so, hier muss ich auch was machen. Nein, was haben Sie getan? Ich hab das Alien angelockt. Ah nee, Anduin habe ich angelockt. Okay, wahrscheinlich ist es jetzt nicht klug gewesen, hier drinnen zu bleiben. Es gibt Quarantäne und Test. Spanien, Teneriffa. Oh, der musst du ja einen Test machen, ne, wenn du wiederkommst, ne? Da musst du ja einen Test machen. Aber zumindest ist das auch kostenlos, ne? Was auch gut ist, finde ich. Fast richtig, Mallorca war nicht weit weg. Na, hättest ja rüberschwimmen können, ne? Nein, Quatsch. Aber du musst auf alle Fälle einen Test machen, ne? Ist doch jetzt angeordnet worden. Ich finde es gut, dass man das wenigstens umsonst machen kann und nicht, dass man das bezahlen muss und so weiter. Ich muss wahrscheinlich oben noch den Hauptschalter machen, oder? Das Blöde ist halt auch, dass. Das Blöde ist halt auch wirklich, dass das Alien diese Viecher nicht killt, ne? So, jetzt aber schnell. Ah, der hat mich nicht gesehen, warum auch immer. Oder. Ich muss hier runter, ne? Kehren Sie zur Transzendenz zurück. Entweder man macht einen Test. Hallo. Ich muss hier mal rein. Natürlich geht's nicht. Ja, moin. Ja, moin. Warum bist du so frech zu mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Verpiss dich. So, hau ab. Ach, guck mal, hier haben sie rumgegaunert. Du kannst mal abhauen. Nein! Ich bin im falschen. Ich bin falsch. Was sie tun. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Mann, verpiss dich doch mal jetzt! Oh, verpiss dich jetzt endlich. Mann, Junge, Junge. Der Brenner. Schneidbrenner. Ja, moin. Wäre ich mal gleich hier reingegangen, dann hätte ich das nämlich schon gehabt. Mann, ich dussel.
Ah, hier kann man auch speichern. Ich hätte den Androiden tot machen können. Na, die machen das doch jetzt neuerdings auch über die Nase, ne? Über die Schleimhäute in der Nase. Irgendwas habe ich doch da gelesen, dass das jetzt auch über die Nase geht und nicht mehr mit Spucke. Also nicht mehr mit dem Mund. Sondern über die Nase irgendwas. So, den haben wir erstmal platt gemacht. Den geht er uns wesentlich mehr auf den Sack. So, wir gucken dann auch gleich mal, ob wir noch was bauen können. Dass wir dann gleich mal die ganzen Sachen mit einnehmen können. So, da fehlt uns immer noch was, ne? Sprengkapsel fehlt uns. Ich kann noch nichts anderes bauen. Sprengkapsel fehlt uns. Schade. Gut, dann gehen wir mal hier ran. Ja, hauen wir nochmal rein, Sophie. Hören Sie mal die Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt in einer Transgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transferkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher. Aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns. Verdammt. So, eine Warnung für dich, du Penner. Denkst nicht mal dran, dich Sinclair und den Sixon-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen... Upsala. Sie erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Böse. So, sonst ist hier gar nichts drin. Das war... Genau, aus dem Mund oder Nase, ne? Aus der Nase soll wohl noch genauer sein. Aber da musst du nichts machen. Also da musst du nicht dich bücken oder irgend sowas, dass da irgendjemand eine Sonde reinballert. Alles eigentlich ganz human. So, wir können es wenigstens aufschneiden. Richtig coole Sache, wie ich finde. Es dauert halt nur ewig, ne? Sarah 7, ich 12, Leoni 17, Leila 15, Brüder, Kai 1, Lukas. Kai 1, Lukas 12, Leon 21, Luni 22. Das ist krass, ey. Ihr seid eine riesengroße Familie, muss ich sagen. Heftig. Heftiger Shit. Ja, na klar. Das Mädchen hebt erstmal das Ding. Erstmal einen Lüftungsschacht angehoben. Ja, moin. Das ist krass. Kai ist heute 1 geworden. Ah, dann ist er noch richtig fresh, ne? Also ist er richtig, ja... Richtiges Jüngling. So, wir klettern erstmal durch den Lüftungsschacht. Batterien haben wir ja immer noch am Start von unserer Lampe. Ripley, hier spricht Waits. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Ja, danke. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Bei Trovo hängt das immer hinterher, ne? Bei Trovo, muss ich sagen, bricht auch der Stream immer wieder ab. Das funktioniert noch nicht ganz richtig. Da sollte man noch mal ein bisschen was dranbleiben. So, was haben wir hier? Ah, guck mal. Wir sind eine sehr kleine Familie. Vater, Mutter, großer Bruder, ich, kleiner Bruder. Ach, du hast auch zwei Brüder? Alex, ich dachte, du und Dings sind die einzigen. Also du und Christoph seid die einzigen, aber ihr seid doch mehrere noch? Also du hast noch einen Bruder? Von denen habe ich noch nie was gehört, Digga. Von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute bei uns. Ich muss los, noch feiern. Bis gleich. Mach's gut, Sophie. Hau rein. Der Plan ist es, hier alles. Du bist auch Deutscher. Naja, es hat nicht unbedingt was mit Deutsch zu tun, das muss ich jetzt aber wirklich mal sagen. Wenn ich nämlich zum Beispiel von Jesse jetzt zum Beispiel angucke, die hat auch 7 Geschwister. Also wie gesagt, es ist nicht unbedingt was mit Nationalität zu tun. Hat nicht unbedingt was mit Nationalität zu tun. Ich glaube, irgendwas kommt hier. Sag ich doch, irgendwas kommt hier jetzt.
hat eine bessere gegen Verplünderungen gefunden. Ich bleib im Schrank. Ja, schon lange, Caro, das weißt du, seit 2008. Nee, ich wusste nicht, dass du noch einen großen Bruder hast. Ich dachte, du, Christoph, und das war's. Was machen die hier an meinem Schrank? Alter, wie viele es sind, ne? Das gefällt mir nicht. Er dreht sich erstmal im Kreis den Nacken. Das gefällt mir nicht. Naja, mich auch nicht. Was auch immer es ist, wir werden es finden. Warum bleibt dich? Ich hab mir so schwer, dass das ein falscher Alarm. Die haben das Piepen gehört, das ist ja krass, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass die das Piepen hören, ne? Das ist ja krass. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so realistisch ist gerade, das Spiel, dass das Piepen im Schrank hört. Ich hätte gedacht, das hört man nicht. Aber ist krass, ne? Für ihn ist sowas eine kleine Familie. Ja, ist schon krass, ne? Die haben mich im Schrank erwischt? Ich der Hammer. Gut. Lötlampe. Müssen wir wieder die Lötlampe versuchen? So, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Wo ist mein Handy? So. Boah, bei Trovo. Das hört das Alien auf. Ach, darum hat das letztens mich auch im Schrank erwischt. Als es mich nämlich gar nicht gesehen habe, ich aber das Ding anhatte, dann hat es mich sofort aus dem Schrank gezogen. Okay. Naja, aber gut zu wissen, ne? Dass das. Aber ist ja auch nur verständlich. Ich meine, wenn du in diesem Schrank drinne bist und das Piepen, das Piepen, dass man das Piepen hört, ich sage mal, dann ist ja wohl klar, dass das Alien dich natürlich hören müsste, ne? Also alles andere wäre sinnlos. Obwohl das Alien ja gar keine Ohren hat. Ja, das Alien kann ja eigentlich gar nichts hören. Theoretisch. Weil es keine Ohren hat. Ripley, hier spricht Wales. Aber irgendwie. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Aber auch cool, ne? Auch das mit dem Nachladen, ne? Das ist richtig cool gemacht, finde ich. So, wir müssen die nächste Gondel nehmen und darum kamen auch die ganzen Typen jetzt gerade. Deswegen kamen nämlich auch die ganzen Typen. Aber das ist ja kein Problem, wir machen das gleich nochmal schnell. So. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Genau. So, dann machen wir schnell die Lüftung nochmal an, also diese Luftreinigung. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Cool. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, ja, natürlich. Können wir uns kein Mitleid erlauben. Nein, kein Mitleid. Kein Mitleid. Was ist das denn eigentlich für eine? 20 bis 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Alles klar, Alex, hau rein, Digga. Bis gleich, 20 Sekunden. Naja. So, du bleibst. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir es nicht wieder vermasseln, ne? Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Dann ist Beten angesagt. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrott. Ein Alien hat er gefunden. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat. Hab gemerkt, geht auch ohne weggehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, locken wir das Alien an oder versuchen wir einfach nur abzuhauen?
alle Fälle kann ich... Auf alle Fälle muss ich warten. Ist das Vieh denn schon da? Ist die Gondel schon da? Man weiß es nämlich nicht, ne? Die sind auf alle Fälle hier unten. Wir sind klar. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist unaufhaltbar. Ich brauche nur einmal natürlich. Freie Schussbahn. Okay, die hauen alle wieder ab. Okay. Okay, okay. Oh, die sind abgehauen. Man musste gar nichts machen. Gut. Das Vieh ist abgehauen. Oder die sind abgehauen. Frauenheld. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. So, aber wir sind eigentlich sehr gut weit gekommen heute, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir... Theoretisch müssten wir eigentlich jetzt dort sein, wo die anderen sind, ne? Okay, da ist ein Speicherpunkt. Ich habe auch irgendwo mal gesehen in einem Let's Play, dass da noch irgendwas mit Feuer und sowas ist, wo das Alien dir auch hinterher rennt. Muss man mal schauen, ne? Auf alle Fälle. Aber wo muss ich hin? Wade, Samuel, Richard und Taylor warten im Colonel Marshall Büro. Es ist an der Zeit, sich dort mit ihnen zu treffen. Aber welche Station muss ich denn nehmen? Muss ich hier hoch? Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Ja, einfach rechts oben, ja. Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Naja, ich sehe schon rechts oben. Nichts ist hier rechts oben. Da ist zugemacht. Ah, guck mal, das ist ein... Das ist ein Dings. Ah. Wir brauchen nur Ethanol. So, rechts hat er gesagt, ja. Das war hier, glaube ich, der Anfang, ne? Sind wir überhaupt hier richtig oder müssen wir andere Seite? Faxe Marshall. Ah, ne, hier ist es. Hier ist es korrekt. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Okay, da sind ein paar Typen. Ah, okay, wir müssen da vielleicht hoch. Sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Oder ob die uns töten. Aber ich komme auch nicht woanders lang. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gut, oh, ein Glück. Ich dachte, die würden uns kalt machen, aber ist nicht so. Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Speichern finde ich gut. Speichern ist eine gute Sache. Im Spielen. Früher gab es ja immer nicht so viele Speicherpunkte, fand ich. Also in diesen alten PlayStation 1 Spielen und PlayStation 2. Und wenn man überlegt mit diesen ganzen Memory Cards. Oh, guck mal, das ist der Flammenwerfer, Leute. Tür ist verschlossen. Die müssen wir aufmachen. Die müssen wir aufmachen, auch geschlossen. Schiete. Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Ja, Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht ja, warum können sie auch? Warum sollte er das machen? Sprechen Sie mit ihm. Warum sollte er das machen? So. Wir müssen irgendwie an den Flammenwerfer auf alle Fälle kommen. Ey, das Betrovo, das kotzt mich so dermaßen an, ne? Betrovo spinnt die ganze Zeit. Okay, Marlo? Mit dem müssen wir reden. Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier. Soll ich die abknallen oder was? Knall dich ab. Ich bin aus privaten Gründen platt. Hier.
Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Genau. Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Mhm. Punktcheck. Können Sie mich hören, Luis? Ach, jetzt sieht man, was passiert ist. Machen wir langsam. Ich will das cool. In einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Ich hab keine Lupe dabei. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Moin. Ich will keine Fehler erleben. Thank you.